Beat Zoderer wurde 1955 in Zürich geboren und lebt in der Nähe in Wettingen in der Schweiz und in Genua in Italien. 2019 haben wir Ihnen Beat Zoderer mit der ersten Serie vorgestellt, den Polygonen. In der aktuellen Wahl hat er uns zwei Einzelblattmotive geschaffen, die gerade im Sommer entstanden sind während eines Artist Residence Stipendiums in Sizilien. Seit den 1990er Jahren bewegt sich Beat Zoderer eigentlich in der Richtung der gegenwärtigen Konstruktivisten. Er ist einer der wichtigsten internationalen Vertreter. Das heißt, einerseits bezieht er sich auf die, sage ich mal, historischen Vorbilder wie Theo van Doesburg oder Piet Mondrian, andererseits auf die lokalen Nachbarn, nämlich die Zürcher Konkreten, die natürlich für über viele Jahrzehnte stilprägend in der Schweiz waren. Er bricht aber diese strenge, fast mathematische Vorgehensweise seiner Vorgänger und lässt Fehler zu, lässt Ungenauigkeiten zu, ja kolportiert sogar deren Werkansätze. Das heißt, es gibt eine Arbeit, die nennt er von 1984 Billig Bill, also auf Max Bill bezogen, Billig Bill. Und es ist eine Persiflage auf ein Werk von Max Bill aus bunt bemalten Abfällen von Beat Zoderer. Bei Mandranova Grid, dem rechten der beiden Einzelblätter, scheint er in das Motiv hinein zu zoomen. Also die Struktur des ersten Blattes wird wie aufgenommen und damit einer schwarzen Balkenstruktur überlegt und überdeckt. Und dadurch gibt es auch in dem Fall so eine leichte Unsicherheit. Das Motiv bleibt etwas in der Schwebe und hat fast etwas Fröhliches oder Leichtes, trotz der formalen Strenge.